So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge / Livestream von Twoof. Mein Name ist Sunil P und es ist wieder soweit. Bam! Mantle of Power, Trove. Trove mit, oder Truf mit UF und so weiter. Aber erstmal Bot starten, wo ist der? Ist der da? Ist er da? Welcome. Ja, er ist da. Schön, dass ihr da seid. Hier unten unser neuer Spawn. Extra für Mantle of Power. Ein etwas dunklerer Spawn. Ein etwas finsterer Spawn. Ein etwas augenlastiger Spawn mit Cthulhu. Guckt an, ich bin wirklich der wirklich aktivste Follower. Mit 45 Punkten. Oh mein Gott. Was soll ich machen mal hier an? Holy shit. Ein Dragonfire Peak. Challenge, Moped, Dingen. Machen wir auch mal. Weil da Boomeranger bei war. Ich habe schon lange keine Challenge mehr gemacht. Man sieht jetzt den Namen. Super. Ja, genau. Das war sonst auch ein wenig verwirrend. So, mal im Chat schreiben. Eigenwerbung. Zanel P sagt, Zanel P streamt live. Oh mein Gott. Werde ich das Programm bevor nutzen? So, jetzt gehen wir erstmal gucken, ob wir hier irgendwo einen dann. Ach, da ist ein. Ich komme da oben nicht hin, glaube ich. Ich dachte schon, es passiert nichts. Es hat auch wirklich nichts passiert. Es hat geleckt wie so ein Schinken in der Veranda. Das passiert manchmal. An der Veranda, nicht innen. Doof, innen ist doof. Bam. Oh mein Gott. So, was haben wir in den letzten Stunden, sage ich mal, gemacht? Also, beziehungsweise, was haben wir gemacht, wo ihr nicht da wart? Ich habe natürlich noch gelevelt. Wie man sieht, bin ich 29,5. 30 werden wir heute erreichen. Erst wenn ich 30 bin, endet der Stream. Das heißt, es kann noch ein paar Stunden dauern. Oh mein Gott, ich höre die ganze Zeit so einen Brummen im Hintergrund, weil jetzt jemand da draußen Rasen mäht. Jetzt, weißt du? Genau jetzt. Oh, ist das ruhig. Erstmal weggepackt. Für euch, ich glaube, ihr hört das sowieso nicht, weil das Mikro nimmt nur nierencharakteristisch auf. Da ist das egal. Aber wenn ich die ganze Zeit so ein Brummel in den Ohren habe, oh mein Gott. Als würde er hier mit dem Rasenmäher direkt neben mir sitzen. Oh, Voyage ist da. Holy shit. Das heißt, wir können ja gleich dann mal eine Runde Hard Mode machen. Voyage braucht das noch. Wenn Kerry auch noch da ist, machen wir das. Dann können auch ein paar andere mitkommen, die das vielleicht noch brauchen. Da ich das mittlerweile fast solo machen kann. Warum kann ich solo machen? Ich bin Powerwank. 10.000! Hatte ich ja erwähnt, ne? Dass ich diese Woche U9 zeigen werde. Also, dass ich heute U9 zeigen werde. Und das werden wir gleich machen. Komm, Chicken Bomb. Mal gucken, wie gut die ist in U6. Kommt raus, Gegner. Bam, 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 bam. Ohne Crit, ohne alle. Also, ohne irgendwas zu benutzen an Flask. Ist die overpowered. So, das reicht schon. Ich wollte ja eigentlich nur kurz abchecken. So, was stand da gerade oben? Aktivste Follower, man sieht jetzt die Namen, super, genau. Semmelmehl sagt, sorry, dass ich in den letzten zwei Tagen deine Livestream verpasst habe, musste aber EKG und so machen, hoffe es macht nichts. Nein, das macht nichts. Ist okay, dass man im Leben was zu tun hat zwischendurch und nicht mal Stream guckt. Ist okay. Moin, Achsan, hast du dir den Steam-Account jetzt angeguckt? Ja, habe ich natürlich angeguckt. Also nicht, ich bin nicht rein, ich habe mich eingeloggt, sondern ich habe ihn angeguckt. Über 6 Adventure World, ne. Da wollen wir nicht hin. Die Boxen machen wir eben auf. Die kann ja nichts Gutes rauskommen. Ist ja nur Babyboxen. Hier die mal hinlegen. Dann gehen wir draus, machen wir wieder leer. Und dann gehen wir in U9. Oh, hier fehlt Glas. Das Cthulhu-Auge kriegt noch einen Partner. Vielleicht kriegt es noch ein zweites Auge. So.
Gucken wir mal, was man hier reinpacken kann. Seite 2. Guck mal, ich habe ein paar Twices und Twices. Aber nur ein paar. So. Das kann man da auch reinpacken. Ja, der Rest, warum ging der nicht rein? Habe ich wieder keinen Platz oder was? Doch, geht doch. So, dann. Gratz zu 10k, natürlich. Wer seinen Gärtner verleugnet? Mein Gärtner? Ach so. Genau, ich sag draußen, ah, da ist einer am Rasenmähen, wer macht denn sowas? Dabei ist das mein Angestellter, ne, der da einfach im Garten rumhüpft. Was ist ein Giveaway? Jetzt gar nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf Giveaways. Weißt du, wenn jemand reinkommt, noch nicht mal eine Minute streamen und dann das erste, was sagt, Giveaway! So. Deutsch. German. Ah, ne, warte. Damit die Leute wissen, ah, German ist das. German. Deutsche German. Fun mit Sun auf Twitch TV. Sun Let's Plays. U9. Elementar. Elemental Worlds. Und mehr. Ich finde gut, dass das so ein halbes Deutsch-Englisch immer wird. Habe ich richtig Sun Let's Plays? Das ist wichtig, damit die Leute wissen, wo sie mich finden. Und BAM! Wir gehen jetzt auf jeden Fall in U9. Also alle über Level 9. Über 9 Jahre gehen da rein. Was haben wir denn hier Schönes? Luft? Oder nehmen wir Wasser? Oder was nehmen wir denn? Mal gucken, was haben wir denn hier für Scheiß-Gems? Ich glaube, ich brauche Feuer. Ich muss einen noch haben. Ich werde im Feuer gehen. Ich habe U9 Feuer noch nicht gesehen. Mal gucken, ob wir da aber nicht aufs Maul kriegen. Das ist nämlich ziemlich hart mit dem ganzen Feuer. Erstmal einen Schluck trinken. Gerade angefangen. So, übrigens, mitkommen könnt ihr trotzdem, ne, nur für den Fall, dass irgendjemand leveln möchte. Man kriegt in U9 1000 Punkte mehr als in U8, wenn ihr Level 27, glaube ich, seid. Das heißt also, ihr könnt mit leveln. Was ihr nicht könnt, ist Drops bekommen. Also, falls ihr nur leveln wollt, so wie ich jetzt eigentlich leveln und gleichzeitig natürlich Gems farmen möchte. Da eben hoch, werde ich natürlich versuchen, 30 zu werden, das ist klar, damit ich den letzten Gem einsetzen kann. Aber viel wichtiger ist, ich brauche Stellar Gems. Kleine, aber feine Stellar Gems. Jetzt bin ich ganz alleine auf mich gestellt. Mal gucken, wie U9 ist. Man ist selten in U9 alleine. Ich sollte mich vielleicht nicht unbedingt treffen lassen. Habe ich gedacht. Ich muss unbedingt vielleicht die Flares wechseln. Erinnert mich daran, dass ich die Flares wechsle. Bam. Und man darf sich auf gar keinen Fall mehr von ihr treffen lassen. 700k Leben. Ist einfach too much. Er stirbt nicht. Ich will auch nicht noch einen Trank benutzen. Also man merkt, U9, bam, ist heftig. Das Schlimmste sind eigentlich die kleinen Gegner drumherum. Die machen am meisten Schaden. So, wir gehen wieder auf Death Defying Back. Einfach, weil es sonst overpowered ist. So, gehen wir mal runter. Hier ist gar keiner. Traurig. Dann der 3-Stellen-End. Okay, der wird hart. Die haben mich fast gewonnen-hittet. Also ich meine, der andere hat mich ja gerade schon gewonnen-hittet, wie ihr gesehen habt. Aber der kann einen auch one-hitten. Egal, wir wollen U9 angucken. Das ist U9. Und nur mit einer großen Gruppe macht man hier alles relativ leicht. Zum Leveln ist U8 besser. Welche sind momentan die besten Klassen? Ich würde einfach mal sagen, das ist gar nicht so leicht. Ich kann nur sagen, welche nicht die besten Klassen sind. Also momentan einfach, weil die keiner spielt. So wie Dracolite und wer war da noch drauf? Sind eigentlich ziemlich viele, die selten gespielt werden.
Boah, so ein Kampf gegen so einen 3-ständigen Gegner kann schon dauern. Vor allem, weil ich nicht so viele Tränke verschwenden möchte. Kritz, jemand gerade gefragt hat, warum krittest du dauerhaft? So dauerhaft kritt ich gar nicht. Das geht noch besser. Ich habe nur 70%. Nein, Quatsch. Keine Sorge, so viel ist das nicht. Also man sieht, man braucht gar keine 100%, um trotzdem Spaß zu haben. Danke übrigens an Lucario, dass du gefollowt hast. Ich habe Crit, Hit, nur 31%, also jeder dritte ist ein Crit. Deswegen, ab jetzt benutze ich auch nicht mehr so häufig die Flask. Es crittet relativ häufig, oder sagen wir mal so, es crittet häufig genug, dass sich das lohnt. Nicht mehr so lohnt, ständig Trank zu benutzen. Vor allem in der Feuerwelt. Weil jetzt guckt, warte. Ah, komm, noch ein Treffer. Ne, er trifft einfach nicht. Doch jetzt hat er endlich die Flask genommen. Denn er nimmt ja automatisch Tränke. Und dann habe ich kurze Zeit 50% Crit-Hit. Was mir vollkommen genügt eigentlich, aber das werde ich noch boosten ein bisschen.